Alles Liebe, Gute, Erfolgreiche für dein Jahr 2020. Hallo, mein Name ist Uwe Pettenberg und du erlebst mich hier mit diesem Video auf 2000 Meter Höhe. Wir verbringen hier über die Jahreswende, wir, meine Familie Nina und ich mit den zwei Jungs, eine wunderbare Zeit, eine Auszeit, eine Kraftsammelzeit. Und wir tanken hier ganz viel Energie. Und von der Stelle war es mir jetzt ein Bedürfnis, dir einen Bericht zu geben, ein Video zu schicken zum Jahresanfang. Und das soll viele Vorteile für dich haben. Du wirst von mir etwas erfahren, sehr Intimes von mir erfahren. Und dann wirst du natürlich einige Ideen dazu erfahren, wie du deine Vorsätze 2020 wirklich ganz faktisch, ganz bodenständig umsetzen kannst. Und somit ist dieses Video eine kleine Ergänzung zu dem Audiobuch, das du vielleicht genutzt hast, unter www.pettenberg.de/audiobuch. Und wenn nicht, dann wird es vielleicht höchste Eisenbahn, dass du damit arbeitest. Aber das soll sozusagen ein Add-on, eine Ergänzung sein oder vielleicht auch ein Auftakt für dich. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und als allererstes möchte ich eine Danksagung aussprechen, eine Danksagung für die vielen Anforderungen zum Audiobuch und die wunderbaren Rückmeldungen dazu auch. Auch zu den Tagesseminaren. Es ist natürlich zum Jahreswende, zur Jahresende immer wunderschön, wenn wir ganz, ganz viele, also wir, meine Frau Nina und ich, ganz viele Briefe bekommen und ganz viele E-Mails. Und ich habe da ein paar Karten zum Beispiel, hat mir eine Dame geschrieben, ich glaube, es gibt ein Leben vor dem Kurs. Und ein Leben danach. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und Uwe, du hattest gesagt, wir sind selbst die Helden. Aber Helden werden auch zu Helden, weil sie jemand dazu macht. Ganz lieben Dank an dich, dass du mir diese lieben Zeilen geschickt hast. Oder auch eine Gudrun aus Nürnberg schreibt: An dem Powertag durfte ich dich erleben. Und du hast eine Himmelsmacht klar zu spüren gegeben. Du hast die Teilnehmer mit deinem Sein, deinem Wirken in Liebe und Empathie und mit einem gesunden Humor, mir ganz wichtig, berührt und auch gerührt. Menschen, die mit sich im Reinen sind, die um ihre Arbeit, um ihre Werte wissen, sind authentisch, sie lieben ihre Berufung und das bist du und das machst du, Uwe. Ganz lieben Dank an dich. Und eine Teilnehmerin hat geschrieben, die Corina, das hat mich gefreut, da muss ich gleich mal den anderen Laptop dazu nehmen, weil ich das so schön fand. Lieber Uwe, ich bin so glücklich und dankbar für deinen Heldenkurs, die Coaching-Ausbildung, für dich und dein Team, für Anna, Bettina, Dani und Nina und für alle anderen um dich herum. Es ist einfach so unglaublich schön, immer wieder dabei zu sein. Du schaffst es jedes Mal aufs Neue, so eine wohlwollende und liebevolle Idee und Raum zu machen, aufzumachen und zu halten. Das ist echt immer wunderschön. Und du bist trotzdem witzig. Also der Witz scheint was Wichtiges bei mir zu sein. Gott sei Dank. Ich habe so viel von dir gelernt. Danke von Herzen. Und ich danke dir. Und es ist mir ein Bedürfnis, dass wir feststellen, dass Selbsterfahrung etwas ganz, ganz Einfaches ist, etwas ganz, ganz Leichtes ist, etwas ganz Lustiges. Und das darf einfach entspannt und locker und leicht sein. Also lass dir bitte nichts anderes erzählen. Selbsterfahrung hat etwas ganz Liebevolles und Lustiges. Und einer meiner Coaches hat früher mal zu mir gesagt: Nimm dich ernst und nimm dich wichtig, aber nicht zu wichtig. Und wer so etwas von sich behaupten kann, der bleibt auch lustig, der bleibt auch entspannt und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, Entschuldigung, ich möchte dir aus meinem Leben erzählen, ein bisschen, wie das Jahr 2019 passiert ist, weil viele Menschen fragen mich ja: Liebt ihr das denn auch eigentlich alles, was ihr so erzählt? Und ja, ich kann das immer nur unterstreichen. Ja, natürlich liebe ich, leben wir das, sonst könnte ich das gar nicht so weitergeben. Und ich bin, glaube ich, ziemlich lustig im Leben und ich bin sehr authentisch. Und das vermittle ich auch in meinen Tagesseminaren und Kursen. Und das kann ich hoffentlich entsprechenderweise auch weitergehen. Was war mein Jahr 2019? Es war ein starkes Jahr, ein Merkurjahr, wenn man es astrologisch betrachtet. Ich betrachte den Podcast übrigens Nummer 1, Nummer 84. Da erzähle ich auch ein bisschen was über die Astrologie, über das Mondjahr 2020 und das vergangene Jahr, das Merkurjahr 2019. Und dieses Merkurjahr fordert ein Jahr heraus,
eine gewisse Stringenz zu haben, dahinter zu bleiben mit der Arbeit, sich dahinter zu klemmen. Und das habe ich mit meinem Team gemacht. Wir waren sehr erfolgreich. Das ist mit das beste Jahr, was wir in der Geschichte, meiner Geschichte geschrieben haben. Und gleichzeitig war es anstrengend. Das war ein Durchkämpfen. Da ging vieles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Marketing hat erstmal nicht so funktioniert. Muss ich gleich eins drauf trinken, Entschuldigung. Die Luft hier oben auf 2000 Meter ist ziemlich trocken momentan. Also das Marketing, das hat erstmal nicht funktioniert. Wir mussten umdenken, haben ganz neue Ideen kreiert und dank meines Teams hat es super gut funktioniert. Das waren ganz neue Erfahrungen. Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren Coach, seit 34 Jahren Unternehmer und ich muss sagen, 2019 war ein Jahr, was mich echt herausgefordert hat, was unheimlich Spaß gemacht hat. Wir haben mehrheitlich Neues gemacht. 50% davon hat nicht funktioniert und 50% hat grandios funktioniert. Und das merkt man natürlich auch. Die Kurse im Januar, der Heldenkurs ist ausgebucht. Erst im März gibt es wieder freie Plätze. Die Ausbildung zum Vier Elemente Coach, zum diplomierten Life- und Business Coach, ist auch schon im März ausgebucht. Gibt es eine Warteliste? Das macht mich natürlich happy. Diese Begeisterung für die Ausbildung. Und im Juli sind auch schon wieder 50% der Plätze gebucht. Und ich halte diese Idee, Experte für sein Leben zu werden, für die Ausbildung zu werden, ganz besonders wichtig. In den Zeiten, die jetzt kommen, in der Zeit der Herausforderung, die jetzt ansteht, ist es ganz, ganz wichtig. Ja, was gab es noch? In der Familie, unser kleiner Otto, unser kleiner Mops, ist schwer verletzt worden, der ist gebissen worden, ein Auge musste ihm entfernt werden, der ist also jetzt so ein Einäugiger. Das hat die Familie betroffen gemacht, so ein kleiner Mops, der ist wirklich mopsfidel und ist ein Systembestandteil in der Familie. Wir hatten ja 15 Jahre vorher auch schon Mops, unsere Paula, die haben wir im Dezember 2018 beerdigen müssen und deswegen kam der Otto im Februar 2019 dazu. Und als wir dann in England waren, ist dies leider passiert, dieser Unfall. Spannend auch, was ich nur jedem sagen kann, meiner Teilnehmer, immer wieder was Neues auszuprobieren. Und Nina, meine Frau, die hat ja sowohl in England, in London gearbeitet als Unternehmensberaterin, als auch ist sie in ihrer Jugend ins Internat gegangen in England. Und es war ihr ein ganz wichtiges Ansinnen, uns, der Familie, mir an erster Stelle England zu zeigen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war kein England-Fan. Ich dachte, England, schlechtes Essen, pampige Menschen, versoffene Pubs, also die ganzen schöne Vorurteilklaviatur, die ich da so jetzt bewusst mal ein bisschen auf die Spitze treiben darf. Und wir waren dann in England, haben es erobert, Südengland, Cornwall, Stonehenge und all die Dinge, die man so erleben darf. Und ich sage, ich bin zum England-Fan geworden. Ich habe den Mut gehabt, mit meiner Frau über den Tellerrand hinauszugehen, mal ein neues Areal zu begehen. Nicht Frankreich, nicht Italien, nicht Spanien zu besuchen, sondern England als Urlaubsort zu wählen. Und verging kein Tag, an dem wir nicht wunderbare, schöne Erlebnisse hatten. Und das fand ich so spannend, etwas anderes im Leben zu machen. Und das Mondjahr 2020 würde ich emotional einladen, etwas anderes zu machen, emotional Tiefgang und dich mit neuen emotionalen Ideen anzufreunden. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich dich ein bisschen begleiten möchte mit den Vorsätzen. Wenn du dein Jahr so rekapitulierst, das waren jetzt bei mir einfach mal drei Aspekte aus dem Jahr, dann guck doch mal, was so bei dir passiert ist in diesem Jahr. Was ist bei dir passiert im Jahre 2019? Und vielleicht magst du dir das mal aufschreiben. Was waren die Highlights? Was hat besonders gut funktioniert? Und was ist dir nicht gelungen? Oder was ist dir wieder nicht gelungen? Und wenn du dieses nicht gelungene mal auf die Fahne schreibst, wenn du das mal durchliest, und vielleicht ist da das eine oder andere dabei, was du für 2020 besser machen möchtest, anders machen möchtest, die gleiche Idee nochmal angehen, aber anders. Dann habe ich eine erste Idee für dich. Wenn du die Dinge, die 2019 nicht funktioniert haben, mal für dich analysierst und sagst, was ist denn das ganze Gegenteil davon? Also,
In der Beziehung hat etwas nicht funktioniert. Sie ist sozusagen auseinandergegangen, die Beziehung beispielsweise. Und was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil wäre eine Beziehung kultivieren, zusammenkommen, zusammentreffen. Und was wäre denn da der Aspekt des Zusammentreffens? Wo könntest du neue Menschen kennenlernen, neue Ideen kennenlernen in 2020? Was wäre das Gegenteil von dem, was du gemacht hast? Wenn du beispielsweise in eine Vertrauensseligkeit gegangen bist und enttäuscht worden bist, wenn das Ende einer Täuschung gewesen wäre. Was hat dich denn so getäuscht? Auf was hast du dich denn verlassen? Weil letztendlich ist es ja in dir passiert. Du bist enttäuscht worden, der andere hat etwas gemacht, aber du selbst bist enttäuscht worden. Und von was hast du dich so täuschen lassen und was könnte da jetzt das Gegenteil sein? Nicht, dass du dich abschottest und sagst, nee, sowas wird mir nie wieder passieren, ich will so einen Mann, ich will so eine Frau nicht wieder haben, sondern was könnte es sein, was du mit in das Rennen gibst das nächste Mal, was das ganze Gegenteil davon ist? Und was könntest du dann tun, dass das mehr in dein Leben kommt? Was wäre da deine Aufgabe dabei, in der Analyse 2019 etwas Gutes, etwas Neues in das Jahr 2020 mit zu übertragen? Und das gilt auch beruflich. Wenn dir beruflich etwas nicht gelungen ist, was könntest du denn damit an Ideen übertragen? Was wäre es denn, was du sozusagen Neues daraus machen könntest? Also, wenn du sagst, ich bin bei dem Projekt gescheitert, das hat nicht funktioniert oder mein Team hat nicht funktioniert, woran lag es denn? Was hat dich da betroffen gemacht? Und was wäre das ganze Gegenteil? Vielleicht warst du zu sehr Einzelkämpfer oder du hast dich zu sehr auf die anderen verlassen. Dann könnte es sein, dass du jetzt vielleicht mehr für dich machen musst, dass du dich besser abgrenzen musst oder dass du mehr zu den anderen gehen musst. Was könntest du faktisch praktizieren? Es geht immer darum, dass du einen Schritt weitergehst, einen neuen Schritt gehst. Das Glück ist eine Überwindungsprämie, das Glück ist eine Belohnung. Wenn es uns gut geht, wenn wir uns gut fühlen, dann haben wir in der Regel vorher etwas gemacht, was wir oftmals nicht gemacht haben, was uns zu neuen Sphären angehoben hat. Und das wünsche ich mir für dich für 2020. Ein Beispiel hier aus 2000 Meter Höhe, jetzt kommt auch die Sonne wieder schön raus. Gestern habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Skitour gemacht. Das heißt, ich fahre seit 40 Jahren Ski oder über 40 Jahre Ski und ich merke, dass mir das Skifahren nicht mehr so gut gefällt wie früher. Es ist zu voll, es ist teilweise wirklich zu gefährlich, teilweise mit Kunstschnee. Die Carver, die bringen Menschen, die gar nicht so gut Skifahren können, zu schnell zum Skifahren. Ich habe allein in dem Urlaub hier wieder zwei Unfälle beobachten müssen. Und das ist alles nicht witzig, das gefällt mir nicht mehr, da wird es mir persönlich zu eng. Ich kenne das Skifahren noch aus einer Zeit, wo ich nahezu allein gefahren bin. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte was Neues machen, was anderes machen. Ich habe ja vor 8 Jahren das Mountainbiken begonnen und auch das Rennradfahren. Das macht mir unheimlich Spaß und das kultiviere ich natürlich auch weiter. Wie das ja im Alpencross, da bin ich auch den Bergen ganz nah. Aber jetzt habe ich das Neueste im Jahr probiert, gleich am zweiten Tag im neuen Jahr. Ich habe mir neue Skier geliehen, mit richtigen Tourenskier, mit Felle drauf zum Spannen, habe mir das erklären lassen, bin ins Tal abgefahren damit und bin 1000 Höhenmeter in knapp 2 Stunden hochgelaufen. Das war strapaziös und in der Mittelstation, ich hatte eine Liftkarte dabei, dachte ich mir, willst du jetzt da die Mittelstation nehmen und willst du hochfahren? Nein, what the fuck? Dachte ich mir, nee, das schaffst du. Die tun zwar Füße weh und die Muskeln zittern schon, aber die restlichen 500 Höhenmeter schaffst du jetzt auch noch. Und ich wurde oben belohnt mit Sonnenschein, mit einsamen Wegen im Wald und es war wunderbar. Und ich muss sagen, ich hatte am Abend ein Gefühl, etwas Neues in mein Leben gebracht zu haben. Und jetzt bin ich ja nicht mehr der Jüngste und ich freue mich über ganz neue Ideen. Und so war auch das Jahr 2019, dass wir ganz viele neue Ideen reingebracht haben und das macht das Leben so lebenswert. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du nicht in dem Alten verharrst. Das Mondjahr 2020 gibt die Chance, dass du emotional auf dich hörst und wirklich was Neues installierst. Und wie das funktioniert, möchte ich gerne mit dir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. 8 effiziente Punkte, wie du mit dir das arrangieren kannst. Als erstes musst du bitte
einen guten Vorsatz haben, wenn du den möchtest. Also etwas Neues entdecken, den Beruf verändern, etwas Neues in die Beziehung bringen und das am besten auch wirklich aufschreiben. Und jetzt wird es ein bisschen trocken im zweiten Schritt, aber es ist wichtig, wie im Business-Alltag, das zu manifestieren. Das heißt, aus dem Vorsatz sollte ein Ziel werden, ein ganz klares Ziel. Nicht nur sagen wir, pauschal sagen, ich wünsche mir eine bessere Beziehung oder ich wünsche mir jetzt so einen Partner zu finden, sondern ganz konkret, wie wird die Beziehung besser und wie kannst du zum Beispiel einen neuen Partner finden? Wie kannst du das angehen, dass du einen neuen Partner an deiner Seite hast? Und das gilt es wirklich aufzuschreiben. Das ist wie im Business, wenn du ein Projekt planst, man kann natürlich sagen, ja, wir gründen ein neues Team, wir erfinden ein neues Produkt etc. Das bleibt bei einem langweiligen Vorsatz, wenn wir die Ziele nicht ganz deutlich herunterbrechen. Und so emotional auch mein Business ist, haben wir ganz klare Ziele in 2020, wie wir diese Emotionalität verfestigen können, manifestieren können, bodenständig machen können, dass wir dir als Klienten einen guten Service bieten, dass wir die Qualität der Seminare, der Ausbildung immer wieder steigern. Da gibt es ganz, ganz klare, ja, teilweise sehr trockene Manifestationen in Wort, Bild und Schrift. Und das gehört mir dazu, um die Vorsätze zu manifestieren. Und dann schreib dir bitte auf, wie wirst du das Ziel, wenn du es geschrieben hast, auch erreichen? Wie sind die einzelnen Steps? Wie kannst du diese Punkte, und das ein Ziel hat nicht nur einen Unterpunkt, sondern vielleicht 20, 30 ganz klare Maßgaben, wie du 2020 dein Ziel erreichen kannst. Ich weiß, auch das klingt jetzt sehr, sehr trocken, aber es ist ein Bestandteil dessen, dass du wirklich etwas ins Leben bringst, dass du Punkt für Punkt dein Leben in die Hand nimmst und ja, Dinge, die Herzenswünsche sind, auch manifestierst. Dazu gibt es im vierten Punkt die wichtige 72-Stunden-Regel. Und jeder, der unseren Kurs bereits besucht hat, du bist der Held in deiner Welt, kennt diese Idee. Die heißt bei uns, du hast es in der Hand, die 72-Stunden-Regel am Ende des Kurses, du bist der Held in deiner Welt. Was besagt diese Regel? Wenn du diesen Vorsatz gefällt hast, das Ziel daraus aufgeschrieben hast und im dritten Punkt Unterziele, Subziele sozusagen benannt hast, also Maßnahmen ergriffen hast, wie du es realisieren kannst, dann musst du in den ersten 72 Stunden einen maßgeblichen Schritt einleiten. Denn sonst geht ganz viel Kraft dieser Idee, dieser Ziele verloren. Also, wenn du beispielsweise im Berufskontext etwas Neues machen möchtest oder in der Beziehung etwas verändern möchtest, dann könnte der erste Schritt sein, dass du in den ersten 72 Stunden jemanden triffst aus deinem Bekanntenkreis, der das besonders gut kann. Und dann vereinbarst du einfach die nächsten 72 Stunden einen Termin mit demjenigen und der muss gar nicht in den 72 Stunden stattfinden, aber in den 72 Stunden wird ein Termin gemacht für vielleicht in einer Woche und dann kannst du diesen Menschen treffen. Wie tust du denn das, was du da tust? Wie lebst du denn so eine tolle Beziehung oder wie hast du dein Unternehmen, wie hast du deinen Job denn verändert und so weiter und so fort. Du siehst, hättest du dann in einer Woche, wo du diese Person triffst, dein Ziel schon wieder ein bisschen aus den Augen verloren, dann erinnert dich das Gespräch, die Fixierung dieser Idee, die Manifestation des Gespräches mit der anderen Person wieder an dein Ziel. Und so wird dein Fokus deutlicher. Denn der Fokus bestimmt deine Wirklichkeitsbrille und die Wirklichkeit entsteht, indem du den Fokus forcierst. Dann finde die entsprechende Motivation, die weiteren Motivationen. Eine Motivation kann sein, dass du immer wieder Menschen triffst, die das schon besonders gut können. Dass du, wenn du Fitness magst, dich mit jemandem immer wieder triffst, den Challenge eingehst, wenn du abnehmen möchtest, dass du deine Gummibänder ordnest, dass du das Familiensystem sichtest, dass du dir Gewicht verleihst und vielleicht gemeinsam mit einer Freundin, mit einem Freund das angehst und dich da sozusagen in einem Wettbewerb befindest. Das ist eine große Motivation. Und auch die Belohnungsidee. Also was wird sein, wenn du dieses Ziel erfolgreich findest, wenn du es wirklich umsetzt, wenn es deines wird,
wenn du es erledigt hast, was ist dann das gute Gefühl dabei? Und der sechste Punkt ist, such dir immer wieder Unterstützung für dein Vorhaben. In diesen Steps, die du aufschreibst, aus dem Punkt 3, also die Maßnahmen, die du aufschreibst. Es ist ganz wichtig, dass du dir immer wieder Unterstützung suchst, immer wieder Arschtritte verpasst. Ich habe Teilnehmer, die immer mit mir wieder 20 Minuten Gespräche führen. Da geht es einfach erstmal um eine lockere Unterhaltung und dann habe ich den einen oder anderen Tipp für dich. Also auch wenn du das gerne möchtest, du kannst mich immer kostenfrei für ein 20-Minuten-Gespräch anrufen, interviewen und ich kann dir da gerne zur Seite stehen und dich in deinem Ziel 2020 unterstützen. Und such dir andere Unterstützer. Wir kennen das auch im Sportbereich. Da gibt es auch immer einen Trainer, immer einen Coach. Und ihm zuliebe komme ich dann auch wahrscheinlich. Denn wenn ich dreimal nicht komme, dann wird er beim vierten Mal sagen, hey, komm, Mensch, ey, Uwe Pettenberg, warum kommst du nicht zum Training? Was ist los? Geht es dir zu gut? Oder das heißt, du hast dann Anknüpfungspunkte und das erinnert dich immer wieder an deinen Anspruch, an deine Idee. Ja, und der siebte Punkt ist natürlich, ja, bleib dran. Schaff dir immer wieder Meilensteine, Milestones, Belohnungsideen, wo du dranbleiben kannst, wo du sagen kannst, ja, das ist das erste Monat, das zweite Monat, das dritte Monat. Wir überschätzen immer gnadenlos das, was wir morgen früh erreichen können und unterschätzen das, was wir in langer, langer Zeit erreichen können. Meine ganzen Teilnehmer, ich habe jetzt über 2500 Teilnehmer in dem Kurs Du bist der Held in deiner Welt. Es sind 126 Kurse bisher gelaufen und die tollsten Feedbacks, ich habe ja am Anfang so Briefe vorgelesen, die tollsten Feedback kommen nach Jahren. Die kommen ganz kurz nach dem Kurs, wo Partner oft dann auch den Kurs buchen und sagen, wow, mein Partner hat sich verändert. Aber da gibt es wie immer erstmal so ein Loch und dann kommen wir wieder raus aus dem Loch und nach 1, 2, 3 Jahren dann kontaktieren mich die Menschen und sagen, boah, ich hätte das nie geschafft, wenn ich den Kurs nicht gemacht hätte, wenn du mir damals nicht diese Ideen mitgegeben hättest und so weiter und so fort. Das heißt, unterschätze nicht das langfristige Ziel. Wenn du dein Leben dann verändern möchtest, dann ist 2020 ein guter Ansatz, aber viele Dinge gibt es auch in 2023, 2024. Und unsere Planung, ich bin jetzt, wie gesagt, seit fast 20 Jahren Coach und ich bin glücklich mit dem, wie ich es gemacht habe, was ich gemacht habe. Ich bin an einem Punkt, wo ich heute so weiterarbeiten könnte, wo ich aufhören könnte, also nicht Privatier werden, sondern wo ich sagen könnte, ja, ich trottel dann einfach so weiter, ich ziehe so durch. Aber das ist keine gute Energie. Ich möchte weitermachen. Wir haben Pläne für 2021, 2022. In 2021 wird es ein ganz neues Netzwerk geben. Und wir planen weiter bis 2025. Und im Detail kann da vieles anderes werden. Aber ich brauche eine Vision, um weiterzumachen. Auch mit der Familie. Die Kinder werden größer. Wie gestalten wir weiter unser Leben? Wir werden wieder jetzt auch zum Jahresanfang wieder eine gemeinsame Collage machen, wo wir am Tisch sitzen mit den Kindern und unsere Ziele angehen. Und das sind die wichtigen Dinge im Leben, dass du sagst, ja, wo will ich hin? Dass meine Partnerin auch weiß und dass ich einfach dranbleiben kann. Und wenn du einen Partner hast, dann ist auch das die Unterstützung. Das ist auch dann ein Erinnerer, damit du eben dranbleiben kannst. Und das Allerwichtigste, was mir auch besonders gut gefällt, der letzte Punkt 8, der oft weggelassen wird, aber eigentlich ja, eine große Unterlassung wäre, feiere dich. Wenn du etwas erschaffen hast, dann lass dich auch feiern. Ich habe gestern, wie ich diese Tour gemacht habe, mich wirklich abends gefeiert. Ich saß dann in der Sauna und habe so kurz meditiert danach im Ruheraum und war richtig glücklich, dass ich so ein neues Ziel angegangen bin. Ich habe abends mit Nina, meiner Frau, sogar angestoßen. Wow, trotz Blasen an den Füßen und trotz Muskelziehen. Ich war so richtig glücklich, wieder was Neues in mein Leben integriert zu haben. Und das gilt es zu feiern. Und feiern meine ich nicht, dass du dich jetzt da sinnlos besäufst und dass ich dich zum Alkoholiker animieren darf. Feiern heißt auch, wenn du einen guten Tag, ein gutes Ergebnis hast, du dich mit einem Cappuccino in einen Kaffee setzt, dir eine Pause gönnst von 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, was du vielleicht sonst nie machen würdest. Und dich da feierst und sagst, wow, das habe ich mir verdient. Ich habe gerade ein tolles Gespräch geführt. Ich habe einen tollen Auftrag. Ich habe meinem Schatz einen großen Gefallen getan. Ich habe gerade eine wunderschöne WhatsApp bekommen. Dies oder jenes. Und das macht das Leben so wunderbar, sich selber wirklich zu feiern, sich selber ganz nah zu kommen. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen.
dass du das tust, dass du da mit dabei bist und dass du dich selber in den Arm nehmen kannst. Das ist das schönste Gefühl, sich selber zu lieben. Und an allererster Stelle ist das natürlich auch die Idee, der Akt der Selbstliebe, der Kontakt mit dem inneren Kind, der Kontakt mit dem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen in dir, der gehört werden will. Das kleine Mädchen, der kleine Junge, der weiß schon immer, was du willst und was du brauchst. Und wenn ich meinen kleinen Uwe befrage, dann sagt er zu mir: Weißt du was, großer Uwe, nicht an der Mittelstation aufhören. Geh nach oben, zieh's durch, dann kannst du dich richtig freuen. Wir wollen gemeinsam spielen. Und das macht den Spaß. Ich habe sogar einen Unternehmer gecoacht, der hat seinen kleinen Mann, seinen kleinen Jungen aus der Kindheit in jeder Besprechung nebendran sitzen. Und das ist ein leerer Stuhl. Und jedes Mal, wenn er ein Thema hat, dann schaut er rüber zu dem Kleinen, stellt ihm eine Frage im Kopf und bekommt immer die richtige Antwort. Und er sagt, seitdem er das macht, da hat er mir auch eine Dankes-E-Mail geschrieben, seitdem er das macht, hat er bessere Verhandlungen, faire Verhandlungen. Er bekommt mehr von dem, was er haben möchte, und die anderen sind viel glücklicher. Das hat nichts mit Manipulation, mit Betrügen zu tun, sondern das hat mit Selbstliebe zu tun und Authentizität. Das heißt, komm mit dir in Kontakt und ja, sei ehrlich zu dir. Nimm das Mondjahr, das emotionale Jahr, und geh deinen Weg. Das wünsche ich dir von Herzen mit diesem Video, mit diesem Podcast. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind, wenn wir in Kontakt bleiben. Ja, du kannst mich treffen mit. Wann kannst du mich treffen? Wo ist denn meine Karte? Ich wollte dir deine Karte zeigen. Du kannst, wenn du möchtest, dir ein Ticket bei mir ziehen und du kannst mich anschreiben. Dann werde ich dir ein Ticket zukommen lassen, wenn du das möchtest, für das Tagesseminar am 8.2. in Frankfurt, für den 15.2. in Stuttgart und für den 14.3. in München. Ich schenke dir zwei Gutscheine, zwei Tickets, wenn du mich anschreibst für diese besonderen Tage. Das ist der Gutschein. Das Ticket hat einen Wert von 196 €. Du bekommst also zweimal 196 € von mir geschenkt für wenige Tage. Dieses Angebot gilt nur für die kommenden 8 Tage. Und deshalb sollte sich beeilen. Und dieses Angebot gilt leider nicht für Düsseldorf, für den 27. März. Das ist ein Freitag. Das wird über die Rheinische Post organisiert. Und da kann ich dir leider keine kostenfreien Tickets zukommen lassen. Aber für den 8.2. in Frankfurt, für den 15.2. in Stuttgart und den 14.3. in München kannst du, wenn du mich in den nächsten 8 Tagen kontaktierst, das gerne von mir bekommen. Schreib mich an und wir sehen uns an diesen energetischen Power-Tagen, die jetzt auch das Motto haben: Werde Experte für dein Leben, werde Experte für dein Leben. Hol dir die Expertise herein und du kannst dein Leben besser managen, wenn du deine inneren Gummibänder löst und wenn du mit dir, mit deinem inneren Kind, mit einem kleinen Mädchen, einem kleinen Jungen aus deiner Kindheit in Kontakt kommst. Und was mir besonders wichtig ist, wenn wir bei diesem kleinen Mädchen, einem kleinen Jungen auch sind, dann haben wir dieses Jahr auch wieder gespendet, nein, letztes Jahr 2019, für Children for a Better World. Da möchte ich an der Stelle ein bisschen Werbung machen, denn jedes fünfte Kind, es ist nicht geflunkert, jedes fünfte Kind in Deutschland bekommt täglich nicht das zu essen, was es wirklich bräuchte. Und Children for a Better World ist unterstützt von Florian Langenscheid und von der Gabriele Quandt, seit 25 Jahren aktiv, und wir haben mit einer großen Spende dazu beigetragen, dass eben diese Children for a Better World auch wieder unterstützt werden. Das ist mir wichtig, weil wenn wir etwas für unsere Kinderseele tun, dann möchte ich auch, dass anderen Kindern ganz, ganz gut geht. Und an allererster Stelle wünsche ich dir, dass du kraftvoll in dein Jahr kommst, kraftvoll in dein Jahr 2020. Hör auf dich. Du bist das Wichtigste, was du hast in diesem Leben. Du bist der Held, du bist die Heldin in deiner Welt. Mach etwas draus. Danke für dich. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, wir kommen ganz bald in Kontakt. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich wiedersehen oder persönlich zum ersten Mal kennenlernen. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und bis bald.